Hallo meine Freunde. Ja, ich habe mir jetzt mal irgendwie versucht, ein schönes schattiges Plätzchen mit ein bisschen Sonne zu kriegen, wo auch nicht so viele Mücken hier sind. Die Mädels stehen da in einer Reihe. Vielleicht kommt gleich mal eine ins Bild, man weiß es nicht. Die Mila ist immer bei mir. Und heute geht es endlich um diese ganzen Fragen, die ihr mir gestellt habt, dass ich das jetzt euch alles beantworten kann. Ich habe mich hier vorbereitet, dass ich das alles nicht vergesse, weil aus dem Kopf kann ich die alle nicht. Waren doch schon ein paar mehr und ist auch alles durcheinander. Ich kann jetzt da auch keinen Plan machen, weil alles durcheinander. Gut, dann fangen wir mal an. Wie geht es dir im Moment? Also mir geht es sehr gut. Sehr, sehr gut. Also ich bin sehr froh, dass ich hier bin, dass ich soweit alle gesund sind, meine Hunde sowieso, und dass wir das hier so genießen können. Also jetzt gerade geht es mir wirklich sehr gut. Wie sieht es da mit Wildcampen aus? Da heißt also, ich bin jetzt gerade in Portugal und ja, es ist schwieriger geworden. Ich sag mal, die nördlich bis Westküste runter zur Algarve. Algarve war nicht mehr möglich. Also das ist wirklich dann so ein Katz-und-Maus-Spiel oder ja, mit Strafen. Ne? Da gibt es dann schon, kommen die dann nachts. Ich hatte jetzt tatsächlich die Tage, habe ich unten am Meer gestanden, aber auf so einem, sage ich mal, Parkplatz, wo jetzt zumindest kein Verbotsschild steht und wo wir da ganz normal mit entspannten Leuten auch übernachten konnten. Und da war tatsächlich, in einer Nacht kamen um 20 vor 4 nachts kamen dann so 2, 3 Camper, beziehungsweise das waren Vans, also Surfer würde ich mal meinen. Ja, die wurden hundertprozentig irgendwo weggeschickt, weil mit einer Nacht fährt sonst karawanmäßig keiner durch die Gegend. Ja, so viel dazu. Also Wildcampen ist hier in Portugal nicht mehr wirklich möglich. Also ich denke mal, durch die Corona-Zeit auf jeden Fall jetzt verstärkt, aber ich denke auch, dass die habe ich mal in der Dokumentation jetzt gelesen oder gesehen, dass die da ein bisschen das verändern wollen, das Ganze ja in die Gebüsche pinkeln und alles liegen lassen, Müll und so. Das ist schon viel von den Touristen und von den Campern, Van-Leuten, das ist schon heftig. Also das habe ich ja selber mitgekriegt. Aber gut, kann man verstehen. Ja. Bist du manchmal einsam? Fühlst du dich hin und wieder alleine? Also einsam bin ich eigentlich nicht. Ich bin gern allein. Ich war schon immer gerne alleine für mich. Ich kann mich sehr gut mit mir selber beschäftigen und ich meine, ich habe immer schon Hunde gehabt und mit den 6, ich habe immer was zu tun und zu kuscheln und zu schmusen. Also ich bin nicht einsam, auf keinen Fall. Alleine, wie gesagt, bin ich gern. Ich kann mir aber jetzt durch dieses Leben auch aussuchen, ob ich mit jemandem irgendwie quatschen möchte oder ob ich irgendwo hingehen möchte oder eben nicht. Ne? Dann bleibe ich halt drinnen oder ich bin ja nicht dann irgendwie aus der Welt, aber das ist einfach, jetzt kannst du dir das aussuchen. Ne? Früher musstest du so und so und heute kann ich mir das halt eben ganz einfach aussuchen und bin auch gern alleine. Wenn ich mich hier übrigens zwischendurch mal so kratze oder patsche, dann sind es die Mücken. Ne? Also ist eine kleine Plage hier. So, weiter. Machst du dir Gedanken, Sorgen über das Rentenalter? Habe ich früher tatsächlich. Ich habe früher immer viel an später gedacht und du musst sicher sein. Deswegen auch mit Wohnung und so alles abgesichert gewesen, habe ich gedacht, dass ich das so hinkriege. Aber das kann ich einfach nicht mehr, will ich auch nicht mehr, weil wenn man so heute die Menschen sieht, die Rente bekommen jetzt zu der Zeit und das ist nicht mehr wirklich viel und die haben wirklich ihr ganzes Leben lang schon gearbeitet und hart gearbeitet auch meistens und da bleibt nicht mehr viel über und ich kann jetzt nicht darauf hoffen oder warten und wer weiß, wann ich dann irgendwann in Rente gehen darf. Das tue ich mir in meinem Kopf gar nicht mehr an, weil dann kommen eben weiterhin diese Existenzängste im Alter dann wieder. Und die kommen dann jetzt schon. Und das, warum? Ja, ich meine, ich lebe ja jetzt. Und wenn ich meine Wohnung abgezahlt hätte, wäre ich 58 gewesen und hätte dann vielleicht noch was angefangen, gemacht. Keine Ahnung. Ich denke nicht. Wer weiß, ob ich das überhaupt verstanden hätte. Und deswegen denke ich jetzt nicht mehr an später in der Form. Keine Frage, finde es mega, was du machst. Das ist nett. Dafür danke ich dir, liebe Barbara, falls du das siehst. So, wie machst du das, dass du immer so toll aussiehst? Okay, danke. Ja, ich tue mein Bestes. Ich müsste mal wieder meine Haare machen, aber okay.
Die Zeit habe ich bisher nicht. Wie sieht dein Alltag so aus? Ja, da hatte ich ja mal überlegt, ob ich das mal so weiterhin so mitfilme. Im Moment, klar, wenn ich irgendwo stehe, länger stehe, dann passiert natürlich nicht so viel. Ne? Ich mache natürlich zwischendurch, bin ich produktiv, wie jetzt hier zum Beispiel. Dann, ich habe jetzt bestimmt eine halbe Stunde einen Ort gesucht, wo ich hier was machen kann und dann dauert das Video machen auch noch was. Also dieses Videosachen, das mache ich schon gerne und das ist dann eben auch jetzt ein bisschen dazugekommen. Ansonsten ja, bilde ich mich eigentlich immer ein bisschen so weiter, ob es das Hundetraining ist, dass ich da ein bisschen was mir anlerne, einfach weil ich da Bock drauf habe und vielleicht irgendwann mal was damit machen kann oder so, auch von unterwegs, mal schauen. Ja, ansonsten ist natürlich auch viel Kuscheln zwischendurch, das ist natürlich, dafür habe ich meine Hunde ja, ne, dass wir nicht aneinander vorbeileben, sondern viel miteinander Zeit verbringen. Die Hundegassi-Runden, die nehme ich mir doch echt an, dass ich da wirklich das genieße und ich liebe es, die Hunde rennen zu sehen und miteinander spielen zu sehen in ihrer Form. Und ja, also ich kriege den Tag schon gut um. weiter geht's. Wie sind die Temperaturen in Portugal? Fühlst du dich manchmal einsam? Ja gut, das mit dem Einsam habe ich ja schon erklärt. In Portugal Temperaturen, also jetzt ist schon, wir haben jetzt 11:30, es ist warm für November, Mitte, Ende November. Aber ich glaube, ich habe, meine ich, gehört, dass der Januar und der Februar werden relativ kühl, bis auch regnerisch schon mal in Portugal. Das sind so die kältesten Monate. Hallo, mein Schatz. Und ich denke mal, da werden wir noch ein bisschen frieren, aber momentan sind es halt so um die 20 Grad, würde ich sagen. Und von der Sonne her, mit dem Wind, das regelt sich schon ganz gut. Also das ist echt schön. Kann man mal machen. Besser als in Deutschland. Für meine Verhältnisse. Ich kann ja nur immer von mir sprechen. Was kochst du in deinem Van? Ein Kochvideo fände ich toll. Ja, ich bin jetzt nicht der Mega-Koch. Ich mache mir meine Nudeln, Reis, mal auch so ein Kartoffelgedöns. Ja, Fleisch esse ich ja nicht. Ich habe jetzt mal so ein paar vegetarische Patties mitgenommen, die ich dann brate. Oder viel mit Gewürzen, Tofu als Fleischersatz, halt als mit Bolognese-Soße in der Form. Viel Gemüse, das habe ich früher alles nicht gemacht. Ich habe früher viel, viel Scheiß gegessen. Also da war Fastfood das Erste, was ich gegessen habe. Ne? Gut, manchmal mache ich mir auch eine Pizza, dafür habe ich ja meinen tollen Ofen und so, also das nutze ich dann schon. Oder wie gestern war ich jetzt mal, habe ich mir mal Pommes geholt, weil ich keinen Bock hatte, das irgendwie selber zu machen. Oder ja, das gönne ich mir dann schon mal. Aber ich habe auf jeden Fall gelernt, mit Gemüse und Gewürzen kann man so einiges reißen, auch wenn es dann immer heißt, oh, du hast schon wieder Nudeln gegessen. Aber man kann echt sehr, sehr viel Sachen machen, die immer anders schmecken und sehr gut schmecken. Und ich mag es mittlerweile auch scharf. Ja. Also vielleicht kann ich ja irgendwann mal sowas aufnehmen, wobei es halt nicht, sieht halt nicht schön aus. wo hast du deine Hunde gehabt, wo du in Spanien in Tierheim gearbeitet hast? Ja, in dem einen Tierheim, wo ich gearbeitet habe, da habe ich tatsächlich die Möglichkeit gehabt, dass mein Wohnmobil auf einem Grundstück stand, das eingezäunt war, und auf der anderen Seite war halt das ganze Tierheim und da konnte ich dann eben meine Hunde den ganzen Tag frei rumlaufen lassen. Ich konnte die immer sehen und hören, das war immer sehr schön, aber wir haben auch viel aneinander vorbeigelebt, weil ich sie halt, weil wir nicht mehr spazieren gegangen sind. Ne? Das hat mir ein bisschen gefehlt, diese Verbindung zu denen, auch wie jetzt, dass sie jetzt wieder bei mir sitzt, so, das finde ich total toll. Ich weiß nicht, ob man sie überhaupt im Bild sehen kann. Aber die Maddie ist eine richtige Anhängliche geworden. Und das, ja, bin ich auch froh, dass ich das da gemacht habe und dass sie da auch für sich einfach auch viel laufen konnten und ich da jetzt nicht den Stress hatte, das dann auch noch irgendwie machen zu können. Aber das war eine sehr gute Möglichkeit, ja. Ich hätte ein paar Fragen. Wie machst du das mit dem Strom, wenn du nicht auf einem Campingplatz bist? Unter anderem. Strom, ich habe Solar oben drauf auf meinem Dach, 200 Watt sind das, glaube ich, knapp. Und die reichen mir vollkommen aus. Also ich brauche nicht viel Strom und innen drin ist ja eh alles mit LED und dann habe ich Kerzen an oder so. Also ich komme, selbst wenn ich den ganzen Tag irgendwie DVD laufen lassen würde oder Fernseher, dann kann ich ja auch, dann würde ich gehe nie out of Strom. Ne? Also ich hatte jetzt eine Zeit, wo ich aus Spanien zurückgekommen bin, da war meine Solaranlage kaputt gewesen. Da hat sich irgendwie zerschossen, keine Ahnung, warum. Ja, und
Da war meine Batterie dann leer gesaugt, das habe ich aber leider auch erst ein bisschen später erkannt. Und ja, dann bin ich durch das Fahren lädt die sich auch wieder auf, aber dann musste ich halt leider eine neue haben. Neue Solaranlage, also die Platten obendrauf. Aber sonst habe ich nie Probleme mit Strom. Also die alten Dinger, die ziehen nicht viel. Und ja, Boiler mache ich selten an. Also ich bin da auch sehr minimalistisch eingestellt, glaube ich. Keine Ahnung. Mit der Toilette, ja, das habe ich öfter, glaube ich, da kommen gleich auch nochmal Fragen, meine ich, habe ich gelesen. Die Toilette, meine Trockentrenntoilette, die habe ich mir ja selber gebaut. Und nur den Einsatz obendrauf habe ich halt gekauft. Und ja, also ich habe halt hinten einfach so einen leeren Farbeimer gekauft, da eine Tüte rein. Und dann habe ich dieses Hamsterstreu, tue ich da rein. Da kommt dann halt das Feste rein. Dann schüttest du nach dem Gang, schüttest du dann das wieder oben drauf mit zu, weil dieses Streu, oder man kann auch Katzenstreu nehmen, aber das finde ich halt umweltbewusst nicht wirklich so geil. Und ja, und dann, ne, das sorgt halt die Feuchtigkeit auf, die da noch drin ist. Und der Pipi, der kommt vorne. Das ist so ein Kanister, den kann man halt, kann man auch in die Natur kippen, aber da muss man aufpassen, man sollte es schon, wenn dann verdünnen, sehr krass verdünnen mit Wasser. Das mache ich jetzt seltener. Also wenn, dann fahre ich tatsächlich dafür fahre ich die Entsorgungsstation an oder so. Also das geht schon, das ist dann ganz normal. Aber ich habe halt auch keinen unnötigen Wasserverbrauch, wenn ich halt das jetzt nicht irgendwo hinschütten möchte oder so. Ne? So Trockentrenntoilette, dafür ist sie auch da, dass man das alles ein bisschen ja, minimiert mit dem ganzen Müll und so. Ne? Und dem ganzen Abwasser und sowas. Ja. So, weiter geht's. Wie hast du das mit den Versicherungen geregelt? Ja, ich bin ja, ich habe noch eine Meldeadresse bei meinen Verwandten in Deutschland, klar. Also da habe ich mich jetzt nicht ganz abgemeldet, weil eben auch mein Wohnmobil auf mich läuft und die Versicherung ganz normal. Also ich habe ein H-Kennzeichen. Das heißt, der ist ein Oldtimer. Mit ab 30 Jahren ist der Oldtimer geworden und dadurch bezahle ich jetzt auch weniger an Steuern. Steuern, ja. Und Versicherung theoretisch auch, habe ich aber so gelassen wie ein normales, weil dann habe ich keine Auflagen. Aber sonst läuft das ganz normal. Krankenversicherung habe ich eine Langzeit-Auslandskrankenversicherung. Das ist ganz normal in dem Leben, was man so führt in der Form. Diego, kommst du mal bitte her? Komm her. Mal eben hier zurechtdrücken. Ab. Ja, das ist das. Ja, Kennzeichen habe ich hier gerade erklärt. Ich habe früher, klar waren die Hunde, waren natürlich in Deutschland gemeldet und auch versichert, aber dadurch, dass ich jetzt nicht mehr in Deutschland bin und pro Hund das immer mehr wird, ne, ich habe für drei damals, wo ich die drei nur hatte, habe ich 450 Euro im Jahr bezahlt. Ne? Das ist natürlich jede Menge. Melde die Scheiße. Und deswegen, warum soll ich die jetzt in Deutschland versichern und so weiter? Ich habe die hier bei mir und wenn was ist, für die Hunde ist immer gesorgt. Da braucht sich keiner Gedanken machen für meine Hunde. Und so, jetzt ist mal wieder Ruhe, beziehungsweise die Aufnahme ist einfach ausgegangen. Jetzt gerade kam auch noch jemand vorbei. So, weiter geht's im Text. Wo war ich stehen geblieben? Oh. Ja, mit der Hunde Krankenversicherung war ich, glaube ich, fertig und alles. Werkstätten in Spanien, zuverlässige Werkstätten in Spanien. Eigentlich gibt es die überall auf der Welt, glaube ich. Man muss halt nur irgendwie ein bisschen suchen oder sich Empfehlungen geben lassen. Es gibt ja Facebook heutzutage, da kann man, glaube ich, viel von mitkriegen, was da, wenn man irgendwo in der Nähe ist, fragt man einfach nach und dann gibt es auch bestimmt Tipps dazu. Also habe ich auf jeden Fall schon oft gelesen und von daher. Ich hätte jetzt auch keine Probleme gehabt, mein Getriebe in Spanien machen zu lassen. In Spanien ist halt nur das Problem, dass manche Werkstätten sagen, ja, mañana, mañana, ne? Und das stimmt. Also es war etwas schwierig, da überhaupt jemanden anzutreffen. Aber es gibt auch Werkstätten wie in Deutschland, die wirklich Öffnungszeiten haben dann und dann und die sind dann auch entsprechend ordentlich. Gibt es Tage, an denen du Heimweh hast, beziehungsweise deine Freunde und Familie vermisst? Ja, die gibt es natürlich. Also Heimweh nicht wirklich.
Heimweh habe ich nicht, weil ich bin da zu Hause, wo ich mit meinem Wohnmobil bin. Und das ist auch immer schön. Ich suche mir meine Plätze aus und meine Länder aus. Und das klappt schon ganz gut. Und ich finde, das macht uns alle glücklicher überhaupt so. Also Heimwehe nach Deutschland an sich, an die Menschen, also grundsätzlich nicht. Da habe ich einfach, glaube ich, mein ganzes Leben lang zu viele negative Erfahrungen gemacht. Und das ist nicht so meine Welt. Ich mag eher dieses Herzliche oder dieses weiß ich nicht, jemandem was gönnen können und kein Neid, das habe ich halt erfahren und das muss ich nicht wieder haben. Also Deutschland, nö. Nur wenn ich muss oder wenn ich halt meine Freunde, Familie mal besuchen fahre. Und wir telefonieren eigentlich fast täglich, muss ich sagen, im Moment über Videotelefonie und das, dann sehen die mich, dann sehen die, dass es uns gut geht, dass es dem Auto gut geht und dass ich sicher bin. Und ja, dann ist Mutter auch wieder glücklich und ja, dann sehe ich alle auch. Das ist immer ganz schön, dann ist man nicht so ganz weit weg eigentlich. Ne? Und ich schicke ja auch immer Videos und Fotos, hier gibt es immer jede Menge zu erzählen und zu zeigen. Und ja, das ist dann auch interessant, denke ich mal, für meine Family. Gefühlt, gedacht wahrscheinlich? Und wie waren deine Gedanken, als du ausgestiegen bist und an nichts mehr denken musstest, keine Verantwortung für andere Sachen übernehmen musstest, einfach nur du zu sein? Super Gefühl. Also es gibt nichts Schöneres, muss ich sagen. Ich habe so viele Jahre, weiß ich nicht, immer hinter mir hergelebt oder hast du musst so sein, das so tun und alle müssen das so tun und dann musst du das auch so tun und das habe ich gemerkt, nee, das ist ja nicht meins und ich habe es geschafft, diesen Weg zu gehen und bleibe auch auf diesem Weg, weil das mir gut tut. Und ja, Verantwortung, ich habe halt einfach meine Fixkosten minimiert, aufs Kleinste minimiert. Und das ist schon in Richtung Existenzängste wahnsinnig wichtig und hat mir so gut getan. Und genau in diese Richtung will ich ja hin, dass ich eben nicht mehr so viel Müll produziere und so viel Mist esse oder einfach die Natur viel, viel mehr deute und genießen kann. Und das ist halt auch eher mein Leben. Ne? Schon immer gewesen, aber jetzt noch mehr. Und dementsprechend, ich habe die Verantwortung für meine Hunde, das ist ganz wichtig. Und das war früher auch der Punkt, dass ich so weitergemacht habe und nicht aufgegeben habe. Und diese Verantwortung brauche ich auch. Ne? Diese Verantwortung tut mir gut und bin ich glücklich und ich glaube, meine Hunde auch. Ja, nach jeder Frage gibt es jetzt einen Knutscher. Du auch. Wie machst du das mit Heizung und Gasvorräten? Ich habe meine Heizung eigentlich selten an, weil ich habe hier 4 große Heizungen und 2 so kleine Heizkissen. Von daher habe ich kein Problem mit Kälte, muss ich sagen. Ich habe zwar so Kältebrücken, die ich abdecken muss, dass dann vorne nicht zu kalt wird, wenn es draußen wirklich kälter ist. Aber das ist auch machbar. Also nö, Heizung habe ich selten an. Die würde jetzt natürlich auch viel Gas verbrauchen. Aber dadurch, ich habe jetzt nur den Kühlschrank und zum Kochen halt das bisschen für mich, da komme ich ewig mit einer Gasflasche aus. Ich habe aber eine spanische Gasflasche und eine deutsche. Und die kann man eigentlich, also eine spanische, klar, kann man überall wechseln und die deutsche kann man auch in manchen Ländern auch auffüllen lassen. Also das, oder eben tauschen. So. Ne? Also das ist schon machbar. Von daher keine Probleme. Ja, das war es scheinbar schon, tatsächlich. Ja gut, dann haben wir ja nicht viel verpasst. Jo, dann will ich das Video auch nicht wirklich unnötig in die Länge ziehen. Wir sagen dann mal Tschüss und freuen uns, wenn ihr wieder ein oder wenn ihr das Video angeschaut habt und auch vielleicht demnächst wieder reinschaut. Und bei Instagram ist natürlich auch immer ein bisschen mehr los, ein bisschen aktueller, aber ihr könnt mich immer anschreiben. Ich freue mich auch, wenn ihr mich irgendwo seht oder trefft und könnt ihr mich ansprechen. Alles cool. Wir sagen Tschüss. Ja, du Baby. Ja, du auch. Kuschelrunde jetzt, weil ihr so lieb wart, ne? Weil ihr so feine Mäuse seid. Ne, Baby? Ich liebe dich. Oh, ich liebe euch alle. Jetzt geht's los. Jetzt gehen wir wieder rennen, ja?